Nachdem wir jetzt grob die Fensterrahmen eingeputzt haben, kann Sarah hier die Fliese anzeichnen und ich werde ihr die dann gleich schneiden. Tag 170 auf unserer Baustelle. Sarah war heute wieder hier fleißig im Badezimmer. Was hast du gemacht? Ich war um 6 Uhr schon hier draußen, weil wir gleich wieder los müssen. Wir haben ja gestern Abend noch hier die Fliesen eben auf die Schnelle gemacht, weil es wurde dunkel. Ja, da war auch zu dunkel zum Filmen. Genau, sonst hätten wir schon eher gefilmt. Jetzt habe ich die Leisten hier gesetzt, bis hier oben. Jetzt sind sie alle. Das hier fülle ich noch auf. Aber da mache ich ja noch mit Putz eine, Fensterbank. Das habe ich schon nachgeputzt, muss ich aber auch noch drüber gehen. Ich bin halt nicht so die Person, die glatt putzen kann. Ich mache hier andere Sachen. Ja, und sonst wüsste ich gerade gar nicht. Ich habe mir schon gereicht verkauft. Ja, wir sind nämlich jetzt gleich bei unseren Freunden von Alenia Chachkenia und helfen denen, ein Mittagessen vorzubereiten. Danach holen wir die Tür ab, deswegen müssen wir die Palette jetzt noch aufs Auto packen. Die Eingangstür. Die anderen können wir auch schon abholen. Aber die anderen können wir auch schon abholen, aber das werden wir dann wohl in ein, zwei Tagen erst machen. Genau. Okay, bis heute Nachmittag. Mittlerweile ist es Nachmittag geworden. Die Tür ist auch erstmal augenscheinlich heile angekommen. Jetzt muss sie nur noch heile abgeladen werden und im Idealfall dann drüben eingesetzt werden. Ob wir das heute noch hinkriegen, ist fraglich, denn wir haben nämlich einen ganz schönen Sturm. So, wenn der Fritz mithilft, klappt es vielleicht. Tag 172 auf unserer Baustelle und da liegt unsere Tür. Und was machen wir damit heute? Wir bauen die heute ein. Genau. Da kommt der Fritz vorbei. Ja, gestern haben wir die Tür nicht eingebaut, weil wir einen richtig starken Nordsturm hatten, wie die letzten Tage überhaupt. Heute ist zum Glück noch kein Wind. Und der Nordsturm, da hinten ist Norden, hätte dann direkt auf die Tür gedrückt. Was ihr hier seht, ist die Innenseite unserer Haustür. Das heißt, die kommt so rein, wie wir hier auch die glatte Fläche sehen. Und dann hätte der Wind schön von der anderen Seite gedrückt. Andersrum eingebaut, hätte der Wind ja quasi die Tür in die Wand reingedrückt. Alles klar, wir fangen dann mal an, nachdem Fritz sich da hinten ausgetobt hat. Der hat da, glaube ich, auch irgendwie was zerfressen. Ja. Da liegen nämlich noch ein paar Beine und so. Mhm. Ah ja, ist halt ein Raubtier und jetzt greift da Sarah an. Ich greife ja meine Füße an. So, Martin stellt jetzt gerade schon mal die Tür auf. Nicht versucht, er stellt sie auf. Jetzt kann ich euch schon mal die schöne andere Seite zeigen. Die Tür kommt hier komplett in dem Rahmen schon vormontiert. Die Theorie besagt jetzt einfach, wir müssen die Tür, also den Rahmen, nur da reinschieben, ausrichten, ja, verschäumen und schon ist die Tür eingebaut. Dann ist das Ding schon fertig. Ich bin mal gespannt. Also theoretisch echt einfach. Und ey, Fritz! Fritz fühlt sich da schon wohl. Und die Streben hier, die lässt man so lange drin, bis der Schaum ausgehärtet ist. Also wir werden das bis morgen drin lassen. Und dann nimmt man die Streben raus. Dann kommt hier das Gegenstück vom Rahmen davor und die Tür ist fertig. Also soweit in der Theorie. Schauen wir mal, ob wir das jetzt auch so hinkriegen. Ja? Soll ich dir helfen? Nee. Ich bin dann jetzt mal gespannt. Wir haben uns schon. So. Das muss ich eigentlich nur noch weiter vor. Ist ein bisschen eng hier. Also unten da bist du dran. Oh, oh nein! Was denn? Ein Loch. Ja, die kommt ja vielleicht noch ein bisschen weiter rüber. Das ist natürlich hier schlecht. Das ist definitiv eine Sache, wo wir nächstes Mal drauf achten müssen, dass hier die Rahmen weiter rangeputzt sind, dass solche Lücken da oben nicht. Ja gut, aber guck mal, da fehlt da ein ganzes Stück Stein. Wäre der Stein bis nach oben, ja, wäre das nicht. Hätten wir jetzt vorher alles noch machen müssen. Aber das kriegen wir dann nachher auch noch mit dem Putz. Ja, genau. Die Tür ist jetzt eingesetzt und verkeilt. Sarah guckt jetzt mit der Wasserwaage, ob ich da richtig gearbeitet habe. Weil das alles nochmal nachkontrollieren lassen, ist schon ganz gut. Sie legt dann vielleicht auch nochmal woanders an, wo ich nicht angelegt hätte. Aber die langen kannst du auch mit der langen Wasserwaage machen.
So, Martin macht die Tür jetzt einmal auf, um zu gucken, ob man die halt auch gut öffnen und schließen kann, bevor wir die einschäumen. Pass auf mit der Wand. Ja, wir haben schon gemerkt, die dichteste Tür ist sie nicht. Das bisschen Gummi hier, das hält halt gar nichts raus. Naja, das heißt, das Gummi hält gar nichts raus. Also hier oben in der Hecke konnte man so einen Lichtspalt sehen. Ja, auf jeden Fall. Die schließt auf jeden Fall schon mal angenehmer als die Metalltür. Die schließt vernünftig. Auf meinen Tisch möchte der Martin steigen. Bitte, hey, bitte vorsichtig. So, jetzt schäumt er das Ganze aus. Also, ihr habt ja, glaube ich, schon mal jetzt öfters mal gesehen, wie man schäumt. Das sollte auch relativ schnell dann schon stabil werden. Ups. Natürlich ist unsere letzte Dose leer. Das heißt, wir dürfen jetzt gleich losfahren und neuen Schaum kaufen. Wir haben uns spontan dazu entschieden, die Fenster einzubauen. Weil mir regnet es hier, aber wenn die Tür frisch eingesetzt ist, regnet es natürlich an die Tür. Und wenn ich die Rahmen verputzt habe, dann regnet es natürlich in die Zimmer rein. Wie es immer so ist. Wir zeigen euch gleich mal, wie das geht. Was müssen wir jetzt machen? Ja, ich gucke immer, dass hier unten dieser Bolzen so ein bisschen vorsteht, weil da muss ich gleich als erstes das Fenster einhaken. Der ist so. Normalerweise steht der so, ja. Genau, dass er dann nach dass vorne er so ein bisschen nach vorne steht. Hier oben ist ganz wichtig, dieser Bolzen muss hier unten in der unteren Lage sein, weil hier oben gleich das Gegenstück vom Fenster reinkommt. So, dann nimmt man einfach das Fenster. Im Idealfall richtig so. Steckt dann hier. Ja, war jetzt zu viel. Genau, steckt den dann hier rein. So schnell bin ich. Ja, dann hier oben muss. Okay, ja, die Buchse muss da oben rein. Oh. Ja, das ist. Und dann wird der Bolzen einfach nur so hochgeschickt. Jo. Und dann ist das. Nee, dann. Schon fast. Da kommt hier noch der. Der wird hier. Schon mal hier. Der wird hier verschraubt. Kann man auch gleich machen. Jetzt hast du den falsch rumgenommen. Naja, jetzt kann man ja. So. So. Jetzt. Beim ersten Mal. Bisschen fummelig. Wir haben ein Fenster drin. Wir also haben unser erstes Fenster drin. Die Rahmen werden natürlich morgen noch weitergemacht. Nur durch den Regen ist mir das hier halt alles drauf geregnet und das. Genau, da möchte ich ein bisschen wasserdicht haben. Ja. Wir haben Fenster drin. Okay. Geil. So, jetzt, wo ich es richtig geschlossen habe, kommt das Fenster dann so wie üblich, oder der Griff besser gesagt, so nach unten hin. Ich hoffe, das sieht man, das ist sehr dunkel. Einfach hier die Schrauben rein, also da ist dann, kann man es natürlich ein bisschen durch aufmachen. Ich weiß jetzt nur nicht, dass ich, ob ich jetzt hier Schraubenzieher habe, aber ich mache das hier mal so weit mit den Fingern, wie es geht. Im Idealfall nimmt ihr dann halt hier jetzt so einen Kreuzschlitz-Schraubendreher. Wie schön, ein Schraubendreher für die Kamera immer, sagst du. Ja, Schraubendreher, nein. Weil man das sonst nie benutzt. Ja, so wäre das jetzt eigentlich besser. Geil. Lassen wir jetzt erstmal so, weil wir wollten die eigentlich gar nicht einsetzen, aber weil er spontan Regen eingesetzt hat. Es wird mit dem ich wollte die nur nicht drin haben wegen dem Streichen, aber ich denke mal, das wird kein Problem sein. Zu dem Regen möchte ich nochmal sagen, ja, wir freuen uns ja über jeden Tropfen. Hier hat ja ein LL unter das letzte oder unter eines unserer Videos kommentiert, so viel Regen wäre nichts für ihn. Das ist eine absolute Seltenheit, dieser Regen. Ja? Und wir freuen uns so darüber. Wir freuen uns über jeden Tropfen,
der Untergrund. Wir hatten jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Wochen keinen Tropfen Regen. Aber ich zeige bei über 40 Grad. Oder um die 40. Das würden wir am liebsten alles noch aufsammeln. Aber es geht leider nicht. Der ganze Garten ist unter Wasser. Also das ganze Schlachtfeld im Moment. Aber ich war gerade schon wieder dabei. So, weil ist auch, wenn es nicht nützt, kann man nur das Unkraut wegmachen oder 1-2 Tage danach. Sonst ist die Erde wie Beton. Ach ja, genau. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Wenn wir jetzt auch noch auf Andi passen. Ja, aber warte. Machen wir zu schnell. Der passt. Wenn das jetzt heller hier werden. Oben waren wir zu schnell und zwar der hätte da vorher drauf gesteckt werden müssen. Dafür müssen wir das jetzt nochmal rausnehmen, aber ich kann Schraubenzieher. Das machen wir jetzt aber nicht. Das zeigen wir dann beim nächsten Fenster, wie hier oben. Boah, da ist echt dunkel hier drin. Wir brauchen Strom. Wenn wir nicht was vergessen können. Ne? Ja, dann werden wir nicht wir. Genau. Ja. Aber können wir ja beim nächsten Fenster ziehen. Ach ja, wir haben ja noch eins. Da müssen wir erstmal nochmal den Rahmen vorbereiten. Ah ne, der Rahmen ist vorbereitet. Normalerweise kommt. Moment. Ach so. So? Ja. Normalerweise kommt diese Buchse, Dings, keine Ahnung. Kappe, was auch immer. Das Ding da, vorher hier so drauf gesteckt. Haben wir jetzt drüben vergessen, aber ist kein Thema. Muss man einfach diesen Stift nochmal rausdrücken und dann kann man die auch da nachträglich. Dann können wir dann machen, wenn ich streiche, dann ja, können wir ist immer es doch draußen. So. Kann ich? Ja. Dann, weil es so schön war. Achso, jetzt haben wir hier den Griff nicht. Ach ja. So viel zum Thema Chaos. Ja, eigentlich in jedem Raum, aber egal. Ach, der Lichter da. Wir haben den Griff nicht. Wir haben den Griff nicht. Ja, da ist er ja richtig gut versteckt. Ne? Jetzt haben wir gleich drücken können. Dann schimpf ich wieder. Aber das Fenster ist jetzt natürlich leichter, das ist ja zu leicht. Weil mir jetzt auch eine Leiter ist es, ne? Geht das oder? Oh, ja, jetzt sieht man erst recht gar nichts mehr. So. Boah. Jetzt wird's dunkel. Muss ich nochmal genau nochmal drehen. Jo, dann gleich jetzt nochmal hier wieder Schraubenbein. Ach ja, wir haben jetzt übrigens hier auch alles fertig. Es muss halt nur noch gestrichen werden. Badezimmer ist dann bis auf die Anschlüsse natürlich komplett fertig. Also grundieren, streichen, Fliesen rein, einziehen. Genau, der Einzug ist einschlüsse. Da ist unser Schaumplattenhaus wieder leer. Ja. Wer weiß, was bis dahin ist, bis ihr das Video seht. Da genau. Wissen wir schon mehr als ihr. Wer weiß, was bis dahin alles wild ist. So, auch hier habe ich wieder keinen Kreuzschlitz-Schraubendreher. Schraubenzieher. Wie ziehst du Schrauben? Ja, ich ziehe Schrauben. Ich habe schon in meiner Ausbildung schon Schrauben gezogen. Und mir ging mein Ausbilder auf den Nerven. Weil er mir gesagt hat, hättest du mal eine Schraube gezogen? Ja, mein Papa auch. Ja, ja. Elektriker. Ich zieh Strom. So. Jetzt? Na. Nee, geht noch nicht. Ganz schlecht reingedreht. Geht ja noch nicht hier. Hätte ja sein können, das ist doch so. Du kannst. Na, ist ein Schrauben. Zieher hoch. So, ein Fenster muss auf jeden Fall noch. Das Kinderzimmer. Das ist jetzt momentan unser Eintritts. Unser Eintritt. Weil wir sind da reingekommen, da regnet es aber rein. Deswegen gehen wir hier durch. Und ich lege jetzt mal die Kamera weg, weil ich muss den Rahmen noch vorbereiten, noch sauber machen. Also wichtig bei der ganzen Fensterinstallation ist, wie ihr jetzt da gerade seht, Sarah macht diese ganzen Befestigungskomponenten hier einmal sauber. Vom Verputzen ist dann natürlich ein bisschen Dreck dran. Auch da oben der Bolzen muss sauber sein. Und was auch ganz wichtig ist, ich habe jetzt schon gesaugt, aber hier oben drauf auf dem Fenster ist diese ganze Mechanik hier auch diese zum Kippen und so weiter. Und die ist sehr staubempfindlich. Und ja, Sarah hatte ja hier oben die ganzen Ecken und so gemacht. Und dadurch ist hier lauter Staub drauf gerieselt. Der muss dann natürlich vorher abgesaugt werden. Ja, sonst, nach Möglichkeit eigentlich sogar was drüberlegen. Ja, nach Möglichkeit was drüberlegen, sonst habt ihr da in der ganzen Mechanik den Staub drin und das ist dann natürlich für die Langlebigkeit eures Fensters nicht so gut.
Gut. Ja, wir haben ja noch dran gedacht. Ich hab's ja noch gesehen.